Ja, einkaufen geht nur noch eingeschränkt, rausgehen auch nur mit Auflagen. Aber manche Dinge laufen auch in Zeiten von Corona wie am Schnürchen. Die Müllmänner und Müllfrauen arbeiten auch jetzt beinhart weiter und gehören damit zu unseren Helden des Corona-Alltags. Einer von ihnen ist Fred Weber. Morgens kurz vor 5 in Michendorf bei Berlin. Hier ist schon Betrieb. Müllmann Fred Weber und seine Ehefrau stehen morgens stets gemeinsam auf. Die Corona-Krise hat auch hier das Leben sehr verändert. Man hat Angst im Prinzip, dass irgendwo, aber bei allen, beim Einkaufen, überall. Und das Schlimmste sind eigentlich, dass man unsere Enkelkinder kommt. Der Abstand zu den 4 Enkeln schmerzhaft, aber immerhin einzuhalten. Doch bei der Arbeit ist der Abstand für Fred fast unmöglich. 18 Kilometer sind es bis zum Arbeitsplatz, dem Betriebshof in Potsdam-Mittelmark. In der Frühschicht arbeiten 9 Müllmänner, alle koordiniert durch eine Person, Kollegin Steffi. Ja, weil viele sind zu Hause, machen Homeoffice oder bleiben wegen den Kindern krank. Und hier ist immer jemand da. Ja, wir sind auch im Büro so aufgestellt, dass die Telefone umgeleitet sind, wenn einer fehlt oder so, dass der Kundenverkehr auch immer telefonisch weiterläuft. Seit 35 Jahren arbeitet Fred als Müllmann. Für ihn stets derselbe Ablauf. Nach dem Umziehen ein kurzes Gespräch mit den Kollegen. Corona hat auch hier den Alltag verändert. Ja. Was ich von dir zu halten habe, weiß ich. Ja. Abstand, Freund Blase. Sonst hängen wir mit den Köpfen richtig zusammen und necken uns so ein bisschen morgens. Und jetzt ist so ein bisschen mehr, jeder hat eine Familie, oder wenigstens eine Freundin oder sowas zu Hause. Und die passen alle ein bisschen mehr auf sich auf und auf anderen auch. 6 Uhr für den 56-Jährigen heißt es jetzt Abfahrt. Fred hat das Glück, auf einem modernen Fahrzeug zu sitzen. Dank neuester Technik kann er seinen Job ohne zweiten Mann ausführen, Corona-freundlich. Pro Tag leert Fred 500 Tonnen. Da, wo er arbeitet, blockiert er die Straße. Nicht immer einfach für Autofahrer. Vor Corona wäre da ein Kilometer Stau. Also für uns ist das Arbeiten besser jetzt. Keine gestressten Menschen mehr, die zur Arbeit müssen. Auch die meisten Anwohner sind froh über ihn. Dass das trotz der Corona-Geschichte wunderbar klappt. Wir wissen sonst mit unserem Müll überhaupt nicht wohin. Wir haben viel Müll. Seit der Pandemie gibt es viel mehr Abfall zu entsorgen. Müllprofi Fred weiß, warum die Leute gerade jetzt so viel wegschmeißen. Ja, die Leute sind jetzt alle zu Hause, haben so ein bisschen, ist ja ein bisschen wie Hausarrest. Nur kriegen die Langeweile nach dem dritten Tag und räumen alles auf. Sachen, die liegen geblieben sind, fliegen alle in den Mülltonnen drin. Naja, und dadurch sind die Dinger eben voll. Sein heutiger Auftrag, Entleeren der schwarzen Tonne. Hinein gehört der sogenannte Haus- oder Restmüll. Ja, das gehört überhaupt nicht drin, ist gelber Sack. Und hier hast du ja mehr Essensrechte und Bio, nicht aufgegessen. Kaufen alle mehr ein, weil sie Angst haben, irgendwann ist der Laden zu und die kriegen nichts mehr ab, damit sie verhungern. Aber ich sehe das nicht so. Die geben ihr ganzes Geld aus und schmeißen es eigentlich in die Mülltonne. Kein stupides Müllberge einsammeln. Für Menschen hat Fred immer Zeit. Na, mein Lieblingsbäcker, alles gut? Man kennt sich. Alles klar. Du auch. Lass den nicht anhusten. Nee, du auch nicht. Gut, ciao. Er ist freundlich, ich bin freundlich. Und es muss einfach ein bisschen Spaß machen. Auch jetzt in der Zeit, wo es schwierig ist, wir müssen einfach ein bisschen Freude verspüren. Doch die Freude vergeht ihm manchmal. Die Gefahr, sich anzustecken, auch bei ihm immer im Kopf. Ist so mehr von Schnupfenkranken, sollte man ein bisschen Abstand nehmen heute. Ob da der Deckel zu oder beim Laden nicht rausfällt. Dann geht es weiter. Hygiene, auch für Müllmann Fred nun an oberster Stelle. Wer arbeitet, darf auch Pausen machen. In Corona-Zeiten für ihn gar nicht so einfach. Vorher haben wir die Pausen eigentlich immer in irgendeiner Kantine gemacht. Oder so ein Imbiss. Ist alles zu. Käse. Die Pause jetzt nur noch auf dem Fahrzeug möglich. 10 Minuten, dann geht's schon weiter. Nur 30 Sekunden hat Fred pro Tonne. Vielen Dank. Ja. Für was ist denn das? Für das, was er leistet, ja. Danke, das haben wir ganz selten. Der Bürger gibt sich darüber freuen. Ja. Dankeschön. Ja, bleibt gesund. Danke. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Ebenso. Das geht dann durch und durch, wa? Sonst ist man eigentlich nur der Depp, der immer im Weg steht. Kriegt Beschwerden. Ja, könnt da nicht nachts kommen, ihr Idioten. Und jetzt muss ich zur Arbeit, ihr steht im Weg.
top. Es sind Momente wie dieser, die Fred Weber die Kraft geben, auch morgen mit einer Selbstverständlichkeit für seine Mitbürger den Müll wegzuräumen. Ich mache meinen Job gerne, ich brauche mich nicht motivieren. Ich bin froh, dass ich raus kann. Andere müssen in der Wohnung sitzen zu der Zeit. Eigentlich geht es uns ganz gut. Heute wollen wir uns bei Fred Weber bedanken, stellvertretend für alle, die die Abfallwirtschaft in Deutschland aufrechterhalten. Denn ohne euch wäre das alles nicht möglich. Gemeinsam schaffen wir das. Ganz sicher.